Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 2 Botmatch. Der erste Wunsch dieser Folge ist, dass ich mal mit der PDW und der Cup 40 spielen soll, außerdem C4. Die Punkteserien habe ich selbst ausgesucht, einfach mal die ersten drei. Und wir spielen Stellung auf Grind. Viel Spaß und let's go! Stellung. Ziele einnehmen. Stellung identifiziert. Ja, Ostern ist ja jetzt vorbei und ich hatte euch ja mal gefragt, wie es denn bei euch so ist, ob ihr noch die alte Ostereiersuche macht, also quasi die traditionelle Version. Oder ob ihr was ganz anderes macht und so weiter und so fort. Und da gab es dann noch Leute, die gesagt haben, ja, wir machen Ostereiersuche, wie gehabt. Und mich würde mal interessieren, was ihr da so bekommen habt. Weil bei einigen Leuten ist es ja auch der Brauch, dass man dann wirklich noch so kleine Geschenke macht. Andere Leute sagen, nö, wir halten uns da an Schoki und Ostereier. Ja, und bei uns ist es so, wir machen immer noch so kleinere Geschenke. Und ich persönlich habe eigentlich ganz coolen Scheiß bekommen. Ich hatte von vornherein gesagt, bitte, bitte, nicht so viel Schokolade. Das setzt nur an. Und ja, hatte mir dann quasi eine Schokolade ausgesucht. Hatte dann auch gesagt, ja, bitte nur von der Marke, bla bla bla. Und die habe ich übrigens gepennt wie Sau. Hab dann auch genau das bekommen, was ich wollte. Und hatte dann noch den Osterhasen gebeten, vielleicht mal einen Büchergutschein auszupacken, weil ich gedacht habe, in letzter Zeit habe ich irgendwie so gut wie nichts mehr gelesen, wird mal wieder Zeit. Und der Osterhase war auch so freundlich, hat meinen Wunsch erfüllt, 15 Euro Büchergutschein. Wobei ich echt finde, dass 15 Euro schon ein Maximum für ein Ostergeschenk sein müssen, aber ja, ich will mich nicht beklagen. Weniger wäre okay gewesen, aber ich klage jetzt nicht über die 15 Euro. Mal schauen, was ich mir davon holen werde. Ich weiß noch nicht genau. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen. Am besten irgendwie was Horrormäßiges oder ja. Wenn ihr Preston und Child kennt, das sind zwei Autoren und die schreiben so Bücher, die quasi mit Naturwissenschaft zu tun haben, aber auch immer so ein bisschen Thriller und Horrorelemente haben. Und die Bücher von denen sind ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Und wenn ihr von denen Bücher kennt, könnt ihr mir einfach mal kurz in die Kommentare schreiben, welche und worum es da so geht. Weil ich zwar schon ziemlich viele von denen kenne, aber bestimmt total froh bin, wenn dann noch so der ein oder andere Tipp kommt, den ich noch nicht kannte. Ja, ich weiß nicht, ob das momentan so gelesen wird. Ich lese es sehr gerne. Ja, was habe ich noch bekommen? Bisschen Geld. Und ein paar Ostereier. Also war jetzt alles nicht so der große Aufwand. Das war auf jeden Fall nett. Man hat die ganze Familie mal wieder gesehen. Und ja, das finde ich eigentlich so cool an Ostern. Es ist immer ziemlich entspannt. Die Mary hat sich auch was Nettes für mich einfallen lassen. Die hat dann quasi ein Essen gezaubert, ein leckeres. Das gab es dann an dem Abend noch extra für mich. Das fand ich auch super. Ja, und dann habe ich quasi den Tag mit einem vollgeschlagenen Wanst ausklingen lassen, mich ins Bett gerollt und bin weggepennt. Auf jeden Fall rundum gelungen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt ja mal, wenn ihr irgendwas Besonderes bekommen habt, einen 50-Euro-Gutschein für den Orion-Versand oder sowas, schreibt es mir in die Kommentare. Klinge ich gerade ein bisschen monoton? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Egal. Ja, was wollte ich noch? Genau, ich weiß seit, ich glaube, ein oder zwei Tagen, dass ich endlich, obwohl ich jetzt irgendwie schon, ich glaube, über einen Monat Semesterferien habe, jetzt weiß ich endlich, dass ich das Semester auch bestanden habe, was ich bis Anfang diesen Jahres hatte, weil wir zwei Klausuren geschrieben haben, für die hatten wir auch die Noten relativ schnell da am Start. Und dann hatten wir aber noch eine Hausarbeit zum Überthema Malaysia und freie Themenwahl ansonsten.
Und jetzt war es die ganze Zeit die Zitterpartie, oh, wird's noch was? Und ich meine, ich war mir schon relativ sicher, aber man weiß ja nie, ob da nicht eventuell doch irgendwas schiefgegangen ist. Und ist jetzt aber alles safe. Ich habe eine 2 bekommen, das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, es war 2,3. Und da will ich nicht meckern. Ich bin sowieso jetzt eher so der Meinung, wichtig ist, dass man gut durchkommt, dass man da keine Schwierigkeiten hat und so. Und dann muss man jetzt nicht irgendwie der Einser-Student sein. Das ist eh, ja, nicht mein Ziel. Vergebliche Liebesmühe. Ich meine, ich finde es toll, wenn Leute das schaffen, aber es ist jetzt nicht mein höchstes Ziel, wie gesagt. Jetzt bin ich halt mal gespannt. Wir haben uns heute dann für die neuen Kurse angemeldet, die wir nächstes Semester haben. Die sind auch alle relativ spät, das heißt, wir müssen nicht so früh aufstehen. Und ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Zumal wir noch einen Sprachkurs machen müssen. Und sowohl Mary als auch ich haben uns für Japanisch entschieden. Was bestimmt sehr interessant wird und bestimmt auch ziemlich cool. Aber man muss dann erstmal gucken, wie man dann an so einen Kurs rankommt und so weiter und so fort. Also ist halt meistens auch recht teuer. Die günstigsten Varianten werden natürlich dann von der Uni nicht supportet. Die sind ja auch nicht blöd. Und ja, wird sich mal zeigen, wie es dann abläuft. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und klar, ich genieße die Ferien und die Freizeit und das Rumgammeln. Aber ich freue mich auch, wenn es dann mal losgeht. Ja, mal schauen, wie das dann abläuft. Ich hoffe, ich sehe die ganzen Fressen vom letzten Semester nicht wieder. Oder zumindest nur die akzeptablen Fressen, weil da waren echt Leute dabei, die hätte ich am liebsten alle zusammen in der Toilette runtergespült. Aber naja, ich will jetzt hier nicht in Schimpftiraden verfallen. Das ist ja jetzt hier keine Plattform, um die gesamten Studenten Deutschlands zu dissen. Zumal da auch echt coole und interessante Leute dabei sind. Das ist halt immer so, wie überall, wo man hinkommt. Es gibt tolle Leute, nette Leute, witzige Leute, es gibt absolute Arschlöcher, es gibt die beklopptesten Vollidioten, die du jemals gesehen hast. Aber naja, ist halt überall so, man kann nichts machen, man kann sich nur damit abfinden. Jetzt sehen wir hier nochmal den Rüttelkill. Jawohl, Hammer und präzise. Und machen dann einfach munter weiter mit der zweiten Hälfte. Und weiter geht es mit der zweiten Hälfte. Der Wunsch dieses Mal ist, dass ich mit der MSMC mit Schalldämpfer, Lasermarkierer und Reflexvisier spiele. Wir spielen auf Veteran, weil ich das ja angekündigt hatte. Und wir spielen Team Deathmatch auf Mirage. Let's go! Sie haben das Kommando. Ja, in diesem Video gibt es auch wieder eine fantastische Veteran-Bot-KI-Szene. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie kommt, aber ich merke ja dann, wenn sie kommt, und ihr seht es wahrscheinlich auch. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig war zu sagen: Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal doch keine Multiplayer-Runden mehr zu machen. Entschuldigung. Zumindest für die Aufnahme nicht. Weil ich neulich noch ein paar Runden online gezockt habe. Ich hatte auch wieder ein Clan-Event mit meinen Kumpels. Und ich habe einfach festgestellt, dass du das Spiel kaum noch online spielen musst. Sorry. Kaum noch online spielen brauchst. Weil es echt übel ist in letzter Zeit. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich die ganze Zeit so Probleme mit der Verbindung habe. Das ist inzwischen ein bisschen besser geworden wieder. Das ist auch alles ganz cool und so. Aber es gibt manchmal einfach so Sachen, da frage ich mich, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob sie gerade die Matrix ändern oder ob das einfach irgendwie ein geiler Bug ist oder Programmierkünste da wieder versagt haben oder so. Aber es kann einfach nicht sein, dass mir dann irgendwie ein Gegner entgegenkommt und ich drauf schieße und auch wirklich sehe, dass die Kugeln auf ihn gehen, die aber durch ihn durchfliegen, ohne irgendwie einen Hitmarker oder sowas zu geben. Und er dann einmal schießt und ich sofort weg bin, irgendwie Kopfschuss oder sonst irgendwas. Oder noch besser, ich ihm quasi die ganze Zeit Treffer raufknall, er irgendwie, keine Ahnung, 20 Treffer oder so abkriegt. Er dreht sich um, gibt mir einen mit und ich flieg sofort weg.
Da kann halt einfach irgendwas nicht stimmen und das macht mir dann auch keinen Spaß mehr. Was ich aber fast noch schlimmer finde, ist einfach, wie manche Leute spielen. Also, ich sag mal so, wenn ich einen Shooter spiele oder mir einen Shooter kaufe oder von Mami kaufen lasse, dann tue ich das, weil ich Spaß daran habe, an diesem Genre, weil ich Spaß daran habe, rumzulaufen, Punkte zu machen, Abschlüsse zu machen und so weiter und so fort. Weil ich Spaß an diesem Gameplay habe, Spaß an Taktik und Action und so weiter. Und bestimmt nicht, um in irgendeiner verkackten Ecke zu sitzen, mit einer scheiß Schrotflinte, und zu warten, bis irgendwer um die Ecke läuft und den sofort wegzuballern mit einem sicheren Kill, nur um meine KD aufrechtzuerhalten. Ich meine, klar, ich sag mal so, meine KD ist mir jetzt erstmal relativ unwichtig. Es ist mir schon wichtig, dass ich zumindest ein bisschen was drauf habe in der Runde, also wenn es dann wirklich im Endeffekt 1 zu 22 ausgeht oder so, was auch schon passiert ist, dann geht mir das schon auf den Sack. Aber es ist mir halt einfach nicht so wichtig und ich kann Leute einfach nicht verstehen, die davon dann wirklich ihr gesamtes Spiel abhängig machen, diese scheiß Statistik irgendwie oben zu halten. Die dann irgendwie rumlaufen, ja, hey, ich habe hier die 5-0 KD oder so, ich bin voll der Pro, b-b-b-b-b. Ich sag mal so, die wenigsten von diesen Leuten sind wirkliche Pros. Ja, die meisten Leute sitzen dann in irgendeiner scheiß Ecke und warten, bis einer kommt. Und dann sind sie auf einmal voll die Profis, weil sie so eine tolle KD haben. Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, was los ist. Jedenfalls, ich weiß auch nicht, habe ich auch schon mehrmals erwähnt und ich reg mich immer wieder gern drüber auf. Ich weiß nicht, was es den Leuten bringt, so eine tolle KD zu haben. Es gibt Sachen, mit denen kannst du angeben, wenn du irgendwie eine Weltmeisterschaft gewonnen hast im, keine Ahnung, Turnen oder was auch immer. Aber es gibt Sachen, mit denen verstehe ich zumindest nicht, dass damit jemand angeben will. Und das sind zum Beispiel KDs in Call of Duty. Weil einfach, ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dann irgendwann mal zu meinen Kumpels gehe und sage, hey Leute, ich habe hier, keine Ahnung, das letzte Spiel 33 zu 2 gespielt und so. Und alle sagen, wow, du bist der coolste von uns. Oder ich gehe in die Bar und dann kommt irgendwie so ein Mädel an und ich sage dann, hey Schneggy, ich habe hier voll geil in Call of Duty immer die meisten Kills und so, habe schon alle Waffen auf Diamanttarnung und so. Und die sagt dann, wow, du bist so sexy, ich ziehe mich gleich aus. Not gonna happen, Ladies. Und das ist genau die Sache. Ich verstehe einfach Leute nicht, die so verbissen hinter so einer scheiß KD her sind. Und vor allem dann anderen Leuten, die das irgendwie ernsthaft machen wollen oder die auch ein bisschen aus Spaß spielen wollen, taktisch spielen wollen, das ganze Spiel versauen. Ich sag mal so, natürlich kann man immer noch in gewisser Weise was machen. Wenn ich weiß, der Typ hat mich jetzt schon dreimal aus dieser Ecke weggeballert, schmeiße ich halt eine Granate rein und er soll damit glücklich werden, wenn dann sein Gehirn überall auf dem Pflasterstein verteilt ist. Aber das geht ja als weiter, der hört ja dann nicht auf, weil er denkt, oh, der hat mich gekillt. Nein, der hockt dann woanders hin und geht dir wieder auf den Sack. Hier ist die Stelle, Achtung. Oh, da ist der hinter Busch. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es ist einfach wirklich eine unfassbar nervige Tatsache, dass inzwischen so hammerkrass gecampt wird und die Leute sich zum Teil auch, die kennen sich nicht mal und decken sich dann gegenseitig beim Campen. Die pflastern dann alles voll mit ihren Drecksminen und so weiter und so fort. Was an sich noch nicht mal ein Problem ist, weil man ja Techniker reinmachen kann und die Dinger dann sieht. Aber dann hocken die einfach in jeder scheiß Ecke. Du kommst in den Raum, willst den einen platt machen und dann hocken auf einmal noch zwei andere da und machen dich platt. Boah, das geht mir dermaßen auf den Pisser. Das könnt ihr mir gar nicht könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist echt nervig. Und deswegen, ich werde weiterhin Clan-Events zocken. Ich werde auch weiterhin mit euch online zocken, wenn das gewünscht ist und so weiter und so fort. Aber ich werde für die Aufnahmen die nächste Zeit keine Online-Runden mehr machen, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Vor allem kommt dann jedes Mal, wenn du eine schlechte Runde hast in dem Spiel und die dann auf YouTube hochlädst, kommen dann mindestens 20 Leute, die dir dann in die Kommentare schreiben, wie kacke du bist und dass die ja tausendmal besser sind und so. Wo ich dann auch denke, dass die quasi den ganzen Tag YouTube nach Videos durchsuchen, bis sie eins finden, wo der Spieler schlecht ist. Ob er jetzt selbst dran schuld ist oder nicht, ist denen egal. Und dann bashen sie auf ihm rum, um selbst dann schön große Eier zu bekommen. Ach ja. Ja, wie gesagt, ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht so hammermäßig auskotzen, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die müssen wirklich nicht sein. Ja, ich habe zu dem Thema eigentlich noch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, Camper gehen mir auf den Sack.
Das hat auch nichts mehr mit Taktik oder sowas zu tun, das ist Ausrede. Ja, wenn ich nicht erschossen werden will, sollte ich vielleicht keine Shooter spielen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung und wer bin ich schon, dass ich anderen Leuten vorschreibe, wie sie ihr Spiel zu spielen haben. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.